Vertragte Knöpfe für 30. Oh no. Zwei Drehknöpfe bilden das Schloss einer Truhe. Der blaue Knopf ist nicht von Hand drehbar, doch wenn man den roten dreht, so dreht sich der blaue im selben Winkel. Versuchsweise drehst du den roten Knopf aus der Nullstellung ein wenig weiter. Das Ergebnis siehst du unten. Die Truhe öffnet sich, wenn der blaue Knopf die Kombination 3641 eingibt. Da der blaue Knopf nicht selbst bewegen kannst, auf welche Zahlen musst du den roten Knopf drehen, damit der blaue diese Kombination hat? So, warte, ich drehe den 1, 2, 3 und der dreht sich 1, 2, 3 zurück. Also der dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, ja? Also entgegengesetzt. Okay. Das ist der Deal. So, also wenn wir den zurück auf 2 drehen, dann hat der eine 3. Dann auf 7, dann hat der eine 6, oder? 1, 2, 3. 1, 2, 3, ja, also 2, 7. Dann nochmal 2. 2 vorwärts, dann geht der auf 4. Die Frage ist, fangen wir bei 0 an? Macht das einen Unterschied? Ich muss den Text nochmal lesen. Doch wenn man den roten... Dreht sich der blaue um denselben Winkel. Ja, nur in die entgegengesetzte Richtung, oder? Sonst wäre es halt nicht derselbe Winkel. Ist jetzt halt die Frage, fangen wir bei 0 an? Und macht das einen Unterschied? Nee, macht es nicht. Okay, also 2, 7, 2. Ich habe da irgendwo einen Fehler drin, glaube ich. Aber. Und dann müssten wir 1, 2, 3. 2, 7, 2, 5. Okay, lass uns mal überlegen. Wir gehen auf die 2, dann steht der auf der 3. Wir gehen hier 3 zurück. Dann gehst du von der. Dann gehst du 3 vorwärts auf die 6. Das kann ich auch hier machen. Okay, fein. Dann gehen wir nur 2 vor, weil du musst auf die 4, also 2, 7, 1, nicht 2, 7, 2, es kam mir gleich komisch vor, es konnte nicht passen. So, 2, 7, 1 und dann musst du rückwärts, das heißt, wir müssen vorwärts 2, 7, 1, 4. Macht Sinn, ne? 1, 2, 3. Also. Gucken wir mal. Nun die Probe aufs Exempel. Sieht gut aus. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. So, dann haben wir das Ding und dann können wir wahrscheinlich auch schon weiter rein, ne? Fancy. Okay. Was damit wohl gemessen wurde? Okay, das ging schnell. Okay.
hier, wir können nur geradeaus. Ah, aber die Tür ist ein Rätsel, natürlich. Diese Tür geht nicht auf, Professor. Ja, offenbar müssen wir vorher dieses Rätsel lösen. Und zwar Zahnradschalter für 20. Der grüne Knopf, der diese Pforte öffnet, ist in einem komplexen Apparat verborgen und kann nicht direkt bedient werden. Wenn du aber den Knauf ganz oben nach links oder rechts schiebst, greifen die Zahnräder und Stangen ineinander und betätigen die Knöpfe. Ja, okay, lass mich mal zeichnen. Wir schieben den nach rechts, dann dreht sich auch das Rad so rum, das Rad dreht sich so rum, das Rad dreht sich dann so rum. Schiebt das Ding nach da, damit dreht sich das so rum. Schiebt das Ding nach da. Und wenn ich mich nicht vertan habe, müsste dann B richtig sein. Probieren wir es nochmal aus. Nach B. Schieben das Ding nach da, das dreht sich so rum, das dreht sich entsprechend so rum. Dann dreht sich das so rum, schiebt die Welle nach da, so rum, so, ja, okay. Dann wollen wir mal sehen. Quod erat demonstrandum. Gut, jetzt ist die Tür offen. Weiter geht's. Na dann. Diese Tafel, da kommt mir noch irgendwoher bekannt vor. Was ist denn? So düster wie es ist, kann man leicht hinfallen. Was? Es ist voll hell hier. Wo ist die dritte Münze, ist die Frage. Dann machen wir erstmal das Rätsel. Sehen Sie, da ist etwas an der Wand befestigt. Sieht mir nach einem Rätsel aus. Komm, das sehen wir uns genauer an. Tückische Türen. Die Türen dieses Hauses öffnen sich je nur in eine Richtung. Jede Tür kann nur von innen aufgestoßen, aber niemals von außen aufgezogen werden. Wenn du am Eingang links unten bis zum Ausgang rechts oben gehen und dabei durch jeden Raum schreiten wolltest, so könntest du dein Ziel niemals erreichen. Doch ließe sich eine einzige Tür in die andere Richtung öffnen, so könnte man durch alle Räume bis zum Ausgang gehen. So, wir können die immer nur von innen aufstoßen, ja? Ich glaube, die reicht schon. Oder? Ja, vielleicht nicht. Zwei Türen würde ich sehen. Also dann könnten wir halt dann easy so gehen. Das würde auf jeden Fall passen. Aber wir kämen halt nur bis hier und dann würden halt die beiden im Weg stehen. Das kann es also schon mal nicht sein. Was ist denn, wenn wir die hier ändern und hier so laufen? Nee, ist auch Unfug. Nee, wir müssen nicht durch jede Tür. Wir müssen nur durch jeden Raum, nicht durch jede Tür. Dürfen wir einen Raum zweimal betreten? Das wäre jetzt die Frage. Ist das nicht voll geschenkt? Wahrscheinlich, ich sehe es nur nicht. Also können wir, wenn wir die Tür ändern,
Vielleicht mal ja gerade einen Umweg, aber... Also mit der Tür würde es halt gehen. Halt nicht in einer Linie, aber gehen würde es. Ja, die Tür ändern. Die Tür ist geändert. Die Frage ist, ist das so gedacht? Wahrscheinlich kann man das auch relativ stupid irgendwie sehen. Es muss halt auf jeden Fall eine in dem Raum sein. Nee, warte. Ja doch, es muss halt eine in dem Raum sein. Weil wir zwar reinkommen, aber sonst nicht mehr raus. Egal von welcher Seite wir irgendwie reingehen, wir kämen halt nicht mehr raus. Ich sag, es ist die Tür. Und was, wenn es die rechte ist? Naja. Wenn ich die Tür ändere und hier durchlaufe, dann bin ich hier stuck. Also, das macht keinen Sinn. Also, ist geschenkt. Ja, ist es das? Weiß ich nicht. Jetzt kommt's drauf an. Find's immer noch weird. Irgendwie. Sowas schafft nur Leightons Lehrling. Er muss tatsächlich zweimal da durchlaufen. Okay. Na gut. Ich glaube, ich habe es gelöst. Es ist trotzdem seltsam, Professor. Wieso sollte jemand hier unten ein Rätsel anbringen? Vielleicht haben sich die Arbeiter in den Minen damit zwischen den Schichten die Zeit vertrieben. Und warum ist da ein Tagebuchschlüssel verstaut? Fehlt hier noch eine Münze? Ja, ne? Okay, wir gehen weiter. Hey, hier! Der Hamster ist auch zu nichts zu gebrauchen, ne? Ich hoffe doch sehr, dass das nicht zum Aufzug gehört. Specky, sag doch nochmal was an. Es ist gefühlt echt Pixel-Hunting. Okay, cool. Dann gehen wir wohl runter, I guess. Mit diesem Fahrstuhl kommen wir tiefer in die Mine, aber er scheint kaputt zu sein. Wir müssen ihn wieder zum Laufen bringen. Wie sollen wir das anstellen? Na, dort ist offensichtlich ein Schaltkreis kaputt. Dann kann der Aufzug ja nicht fahren. Sehen wir doch mal. Ja, wenn wir die Elemente der Schalttafel umordnen, sollte der Fahrstuhl wieder funktionieren. Aufzugschalter für 14. Oh nein. Fuck off. Okay, ich glaube, das ist aber nicht so wild. Ich glaube, das geht irgendwie. Jetzt geht er weiter. Das ist fast super. Okay, hätte man wahrscheinlich auch mit 10 Zügen weniger schaffen können, aber scheiß drauf. Jetzt bin ich dran. Haha, Kinderspiel.
Haben die auch Treppen? Hast du jemals einen Minenschacht mit einer Treppe gesehen? Das war enttäuschend. Für 40? Tatsächlich, ja. Man kann das in 12 Zügen bewältigen. Naja, komm, ich habe knapp mehr gebraucht. Also 56 ist ja nur ungefähr so das 1,5-fache von 12. Da war ich ja wirklich nah dran. Oh, beim Fahrstuhl regt sich etwas. Ich denke, wir haben ihn repariert. Ausgezeichnet. Dann sehen wir doch mal, auf was wir da unten stoßen. Meine Quersumme ist quasi fast 12. Ja, das stimmt. Achso, der Schalter aktiviert direkt wieder den Aufzug. Okay. Verstehe. Tresor ist ungewöhnlich hier. Aber okay. Was meinst du, Luke? Ob wir in diesem Tresor die Aufzeichnungen finden, von denen Stanley sprach? Das wissen wir wohl erst, wenn wir ihn öffnen. Das Schloss sieht recht kompliziert aus. Vielleicht können wir die Kombination entschlüsseln. Die Panzertür für 50. Okay. Finde die vierstellige Kombination, die Panzertür öffnet. Die Ziffern von 0 bis 5 stehen zur Verfügung, aber jede darf nur einmal verwendet werden. Die Lampen rechts von jeder Zahlenfolge zeigen an, wie nah diese der korrekten Kombination ist. Ah, es ist quasi Mastermind. Jedes weiße Licht steht für eine korrekte Ziffer, die aber an der falschen Stelle steht. Jedes rote Licht steht für eine korrekte Ziffer, die an der richtigen Stelle steht. Okay, wir haben hier zwei korrekte Ziffern an der richtigen Stelle. Das wird relativ sicher die 1 sein, weil das würde sich hiermit decken. Und dann hätten wir das jeweils erledigt. Und wir wissen, 4150 sind auf jeden Fall die richtigen Ziffern. Also wir wissen auf jeden Fall, 3 ist falsch. 5 könnte an der richtigen Stelle stehen. Dann wäre das hier und hier gleich und würde hier den wegnehmen jeweils. Dann wäre die 0 an der falschen Stelle und die 4 wäre noch richtig. Dann wäre auch hier die 4 richtig. Und hier wäre vorne die 0 richtig. Also sind wir bei 0154, wenn ich mich nicht vertan habe. Kein Rätsel ohne Lösung. Ei. Quod erat demonstrandum. Nice. Ja, das fand ich auch ganz cool. Also vielleicht keine 50 wert, aber... Ah, so geht das. Schauen Sie mal, Professor. Oh, das sieht ganz nach den Aufzeichnungen eines Arbeiters aus. Was für ein glücklicher Fund. Vielleicht erfahren wir ja nun, was sich hier zugetragen hat. Lesen wir mal. Wir fanden in der Goldader des Herzogs ein seltsames Erz, das keiner von uns je gesehen hatte. Der Herzog ist sicher, dass man daraus ein anderes Edelmetall gewinnen kann. Mir selbst scheint das Zeug irgendwie unheimlich. Aber den Herzog schert das kein Stück. Nein, er wird darauf bestehen, dass wir weiterschürfen. Da gehe ich jede Wette ein. Ein anderes Edelmetall? Aber ich dachte, dies wäre eine Goldmine. Seit wir das Erz entdeckten, fallen immer mehr Menschen einer bizarren Krankheit zum Opfer. Es ist schon schlimm, dass die Hälfte der Arbeiter nicht mal mehr eine Spitzhacke heben kann. Was in aller Welt geht hier nur vor sich? Adamantium? Na, eher Blei oder so. Oder, weiß nicht, vielleicht haben sie Uran gefunden. Das ist ja furchtbar, all die kranken Menschen. Die goldene Zeit von Volsens ist vorbei. Die Stadt ist verflucht und verdammt. Es kann nicht mehr lange dauern, bis sie diese schreckliche Mine für immer dicht machen. Ich lasse diese Chronik zurück, um jeden zu warnen, der die Mine wieder zu öffnen gedenkt.
Wie eigenartig, der letzte Eintrag datiert vor 50 Jahren vor dem heutigen Tag. Aber das kann doch nicht sein, die Mine war doch bis vor kurzem noch in Betrieb. Nun, das hat man uns zumindest erzählt, doch dieses Tagebuch macht mich nachdenklich. Hat man uns erzählt, dass die Mine noch vor kurzem in Betrieb war? Weiß ich nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Das heißt nicht, dass es nicht so ist, aber... Ob die Vorfälle in der Mine mit der Schatulle in Verbindung stehen? Für mich deuten alle Indizien auf eine und dieselbe Person hin, den Herzog selbst. Auch wenn er bereits verschieden ist, so bleibt uns immer noch ein Anhaltspunkt, sein Schloss. Womöglich finden wir in seinem ehemaligen Domizil die Antwort auf all unsere Fragen. Also, soll das heißen, dass wir wirklich dieses gruselige Schloss besuchen müssen? Du hast doch nicht etwa Angst vor einem alten Bau, oder? Natürlich nicht. Nicht mal eine Million Vampire könnte mir Angst einjagen. Nein. Wenn wir in diesem Schloss wirklich ein Vampir sein sollte, so würde ich ihn sehr gern kennenlernen. Bitte sagen Sie doch nicht so etwas, Professor. Der würde uns bestimmt auf der Stelle aufessen. Nom nom nom. Die Büchse der Pandora ist aus Uran gemacht. Naja, vielleicht war Uran drin, weißt du? Das sollten die Dokumente sein, die wir gesucht haben. Dann können wir jetzt gehen. Als nächstes dann Professor Layton und die schmutzige Bombe. Ist es vielleicht in Wirklichkeit Kobalt? Also ich meine, Kobalt strahlt nicht, aber schmutzige Bombe und so? Wie findest du die Musik eigentlich? Passend, aber nicht herausragend. Also sie fügt sich gut in das Spiel ein, aber ich müsste den Soundtrack jetzt, glaube ich, nicht außerhalb des Spiels hören. Eins der Rätsel ist dann einfach die vollwertige Version von Keep Talking and Nobody Explodes. Oh, das wäre total cool, wenn die Schatulle in Wirklichkeit einfach so eine Bombe wäre mit, also aus Keep Talking and Nobody Explodes. Speziell die mit 6x ABC Wires. Ah, ABC Wires gehen, das ist einfach nur eine Frage der Konzentration. Huch, was ist denn jetzt los? Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Das ist ja ärgerlich. Oh, sieh mal. Dieses Gerät hier scheint ein Notaggregat zu sein. Wir müssen nur die Kabel verbinden, um den Aufzug zu rufen. Den Aufzug! Reparieren wir den Aufzug also ein zweites Mal. Die Kabel, die den Fahrstuhl mit dem Rufknopf verbinden, sind kaputt und müssen repariert werden. Das Gerät rechts oben muss mit jenem rechts unten verkabelt werden. Okay. Und zwar Pluspol an Pluspol und Minuspol an Minuspol. Na, wenn die das so sagen. Ich hätte eher Plus an mir, aber okay. Zeichne zwei Linien, um die entsprechenden silbernen Kreuzschrauben miteinander zu verbinden. Verbinde die zwei Pluspole. Ja, okay, verstanden. Dann müssen wir ja eigentlich nur gucken, wo das Kabel lang geht. Du gehst hier hin. Der Pluspol geht hier hin. Also auf jeden Fall hier die Pluspole verbinden. Hier ist Minuspol Nummer 1. Hier ist Minuspol Nummer 2. Lass nochmal double checken. Plus geht dahin. Plus geht da. Ja, wird schon passen. Nun die Probe aufs Exempel. Ah, ganz famos. Das ist die einzige Bombe, die du nie mit jemandem lösen konntest? Na, da ist irgendwie... Gott, wie viele sind das? 6 Simons in 2 Minuten oder so? Aber deutlich schwieriger, finde ich. Also allein vom Zeitdruck her. Die gehen? Ich meine, gut, letztendlich hast du... Also funktionieren die Simons alle gleich, nur der Zeitdruck ist krass. Das ist halt so die Sache. Also die Simons an sich sind okay, aber es gibt halt eine Bombe, wo du halt 6 von den Simons lösen musst und halt wirklich nur, ich glaube, du hast sogar nur 1,30 Zeit oder so. Also für jedes Simon 15 Sekunden.
Das heißt, du musst halt quasi schon immer so zwei zeitgleich machen. Das ist schon... Also schwierig sind die nicht, da ist halt wirklich nur Zeitdruck das Problem. Deshalb kannst du dir teilweise merken, du musst die dir merken. Anders funktioniert es halt nicht. Die ABC nicht? Nee, das stimmt. Bei ABC was merken ist auch einfach schlecht für die Kommunikation. Aber egal. Der Strom fließt wieder. Nun können wir die Mine verlassen. Die ersten Kabel in allen Farben kann man sich merken, das geht. Ja, du darfst dann halt nur nicht vergessen, es trotzdem anzusagen für die Person an der Anleitung. Das ist halt wichtig. Was macht denn der Dude hier? Der war doch zuletzt im Turm. Von Geheimnisvolle Dorf. Keine Ahnung, welche Stimme er hatte. Aber Kapitän Wurstlippe habe ich nicht vergessen. Hola, my friend. Je suis very froh, euch zu sehen. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige hier. Hey, ich kenne sie doch. Ich mache at the moment eine Reise durch El Mundo und Ägypten sagt mir wirklich molto zu. Tell me, por favor, wann wurde denn diese Pyramide gebaut? Entschuldigen Sie, mein Herr, aber Sie sind nicht in Ägypten. Wissen Sie noch, wie Sie hierher kamen? Da bin ich überfragt, Senior. Oh, es wäre total super, wenn er einfach in dem dritten Teil, in dem Zeitreise-Ding auftaucht. Das wäre fantastisch. Un minuto bin ich in Afrika und dann bin ich plötzlich hier. So ganz alone gelassen habe ich an diesem Spielzeug rumgespielt und jetzt ist es wohl kaputt. Oi wei. Können Sie mir eventuell beim Reparieren helfen, s'il vous plaît? Das ist es jetzt das goldene Mobile oder das goldene Mobile? Es ist ein Mobile, es ist kein Telefon, okay. Verschiedene Metallgewichte, das Ding hängt leider schief. 5 Fäden hängen in gleichen Abständen zueinander. 3 Sorten Metallgewichte wiegen unterschiedlich viel. Ein schweres wiegt 3-mal so viel wie ein leichtes. Ein mittelschweres wiegt 2-mal so viel wie ein leichtes. Hänge entweder Sonne, Mond oder Stern dorthin, wo das Fragezeichen steht, okay. Wir haben hier 8 Gewichte und hier haben wir am Ende nur 6. Also muss Stern schätzungsweise 3-mal so schwer sein wie Mond? Also sagen wir mal, das ist 1. Das ist 2. Das wäre 3, 1, 2, 1. Dann hätten wir hier eine Summe von 6, 11. Dann hätten wir hier eine Summe von... Dann muss da noch ein Mond ran. Das Ding in der Mitte ist ja fürs Ausbalancieren völlig egal. Nun die Probe aufs Exempel. Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, kommt es noch drauf an, was und weiter außen hängt? Demonstrandum. Aber. Warte. Oh, wunderbar. Domo, arigato, mon ami. Nun kann ich endlich beruhigt diese muffige Gruft verlassen. Ja, natürlich hat er einen Tagebuchschlüssel. Vollkommen logisch. Rätsel 77 war das, ne? Ja, Rätselindex.
Ja, okay, es passt aber auch. Ja. Es muss nämlich auch, also es müsste quasi, an dem Faden muss genauso viel Gewicht hängen wie da und hier muss genau, ne, also es muss halt, es kommt halt auch drauf an, wie viel innen, wie viel außen hängt, aber da an den äußeren beiden auf jeden Fall das gleiche Gewicht hängt, musste man eigentlich nur die beiden miteinander vergleichen und ich hätte gar nicht die Komplettsumme bilden müssen. Aber okay. Ja, antworten. Kein Rätsel ohne Lösung. Ajo. Quod erat demonstrandum. So, zurück. Lass gerade mal speichern. Können wir einfach mal machen, oder? Leightons Notizen. Tagebuch unter Tage. Die Aufzeichnungen des Bergmanns schildern, wie bald nach dem Fund eines seltsamen Erzes vor etwa 50 Jahren eine unbekannte Krankheit in Folsens ausbrach. Vielleicht ist die Truhe ja so zu ihrem furchtbaren Ruf gekommen. Leider gab das Tagebuch keine weitere nützliche Informationen preis. Was hat sich vor 50 Jahren nur in dieser Stadt ereignet? Wisst ihr übrigens, was noch vor 50 Jahren passiert ist? Also, so storyrelevant mäßig. Da wurde Dropstone gegründet. Sind die Leute aus Dropstone vielleicht alle die Leute, die aus Falsehands geflohen sind? Maybe. Seit sie mich verlassen hat, komme ich mit Vater nicht mehr zurecht. Wir streiten ständig. Viele Menschen verlassen die Stadt auf der Suche nach Sicherheit. Ach, wäre sie nur geblieben. Vielleicht hätten wir den Sturm zusammen überstanden. Ich frage mich noch immer, wieso sie ging. Wenn sie mich wirklich liebte, wie konnte sie mich dann verlassen? Nun ist auch mein Vater der Krankheit zum Opfer gefallen. Angeblich haben Stadtflüchtige aus Falsehands in sicherer Entfernung ein Dorf gegründet. Hm. Sicher lebt sie nun auch dort. Ich beschloss, ihr einen Brief zu schreiben. Da ich nun der Herzog bin, kann ich die Stadt nicht verlassen. Aber ich gab den Brief einem Reisenden mit, der durch die Stadt kam. Ich warte geduldig auf ihre Antwort. Das erklärt auch, warum der Briefträger halt zwischen Dropstone und Falsehands pendelt. Das macht alles Sinn.